Hallo, ich bin's wieder, eure spinnende Katze. Jetzt möchte ich nochmal als Ergänzung zum vorigen Video zeigen, wie man einen Garn vorbereiten kann für Supercoils. Das sind quasi einfach Coils, die direkt aneinander gereiht sind, ohne dass man zwischendurch ein Stück normales Garn hat. Also im Prinzip zieht man sich immer wieder so dicke Stücke aus dem Merino-Garn raus, lässt ein bisschen Drall auf das Stück dazwischen wandern und auch auf die Coils selber. Ja, und dann reiht man das einfach so aneinander. Zieh wieder das Stück ist raus. Drei drauf vorne ein bisschen. Und wieder ein Stückchen rausziehen. Also das ist wirklich nicht so schwer. Ich würde das vielleicht sogar als Anfängerübung empfehlen, das einfach Stück für Stück zu machen. Ihr seht, hier habe ich jetzt ein Stück ganz rausgerissen. Das ist aber nicht schlimm. Ihr heftet die wieder aneinander. Und tatsächlich ist es so, dass diese dünnen Stellen eben die dicken zusammenhalten. Ohne die geht es auf jeden Fall nicht zwischendurch, also beziehungsweise doch geht schon, aber dann habt ihr natürlich wieder ein anderes Drallverhältnis drauf. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Also man zieht sich immer so ein Stückchen raus und dann ja, greift man im Prinzip wieder ein Stückchen dahinter und wieder eine Stapellänge rausziehen. Und in einem späteren Video zeige ich euch dann, wie man daraus dann einen Supercoil-Garn machen kann. Aber dazu eben später mehr. Viel Spaß damit beim Ausprobieren, beim Testen und wir hören bald wieder was voneinander, denn ich werde demnächst noch ein paar neue Videos zum Thema Adiaspinnen machen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!